Hi, ich bin Günther, ich war auf der Bude. Nachdem ich nun meine traumatischen Erlebnisse mit dem Game Master verarbeitet habe, geht es heute weiter mit einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel auf dem Weg in irgendeinem Felsendungeon, dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe, auf der Jagd nach Traumato. Mit etwa 4 FPS. Oh Gott, das ist heute ja wieder komplett kacke. Oh shit. Das wird problematisch. Ich gehe hier hin. Attacke, ruckzuck hier. Hit. Dann ein solcher. Nein, der reicht nicht. Ich dachte, der reicht. Oh, aber das Dodo will schon flüchten. Das macht alles wieder gut. Alter, was ist mit den FPS heute los? Sorry. Ja, okay, hätte ich nicht tauschen müssen, aber. So schlimm war es schon lange nicht mehr. Einen Moment. So. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen besser. Explosivsamen würde ich schon gern mitnehmen. Was habe ich denn so? Ich muss halt nach der Mission mal aussortieren. Das sehe ich. Komm. Items, rosa Gummi, hilft zwar keinem meiner Pokémon wirklich, aber Blaugummi auch nicht. Der hätte mir in meinem ersten Let's Play geholfen, als ich noch ein Wasser-Pokémon gespielt habe. Und Fragezeichen, man, du darfst schon treffen, das habe ich dir erlaubt. Genau so ungefähr. So. Hier ist nicht der Weg. Mann, lauf doch diagonal! Ja, so viel unnötiger Damage mal wieder. Aber ich habe das YouTube-Studio im Hintergrund offen und anscheinend hat das echt für die Lags gesorgt. Um nochmal kurz zu gucken, wie das Game Master Video überhaupt angekommen ist. Kann ich nicht reinpacken, dann Boden essen, Schminter. Ich weiß auch nicht, wie lang dieser Dungeon ist. Was eine Überraschung. Das ist eine Sackgasse. Verzeih mir, Traumato, wo ist denn jetzt mein Item? Wo genau ist das Item denn? Ja, das weiß ich doch nicht. Dein verlorenes Item. Also, hier ist es auf jeden Fall nicht. Das ist relativ sicher. Bitte was? Mein Bruder kommt doch nach, oder? Ist er bald da? Nee, der wird nicht kommen. Verrat dir mein kleines Geheimnis. Ich hab dich verarscht. Um euch zu verarschen. Das ist eine gute Begründung. Hey, ich verstehe die Begründung nicht. Will ich auch nicht. Naja, ich muss dich um einen kleinen Gefallen bitten. Siehst du dieses hässliche Scheißloch hinter dir? Nun, angeblich soll drin der erbeutete Schatz eines Diebes liegen. Aber ich bin einfach viel zu fett, um da reinzukommen. Also, mach einfach, was ich dir sage, wenn du das tust. Dann helfe ich dir wieder raus. Aber... Jetzt mach schon! Krieg in das Loch und vergiss nicht, den Schatz mitzubringen. Ey, jetzt hör mal auf! Ich sagte, ich bring dich heim, wenn du fertig bist. Wenn du weiter Stress machst, dann machst du dir Probleme. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr, bitte helfen Sie mir! Ja, bin schon da. Blauwalkot. Halt, stopp!
Nein, jetzt hältst du die Schnauze. Du Ober-Zicke. Bitte was? Was laberst du für eine Scheiße? Bist du der Andreas oder was? Nee, wir sind Team Blauwahlcode. Erkundungsteam. Keine Ahnung, ist von sicher. Sag mal, wer von euch Vollidioten hat sich diesen Namen ausgedacht? Ja, genauso würde ich an Fragezeichen-Stelle auch reagieren. Ich meine, der Name war ja von Anfang an sein absoluter Favorit. Ihr wollt mich festnehmen. Mit dem Namen. Was ist denn los? Ist das etwa? Aha. Das sind die Aggressionen, die sich aufbauen, weil dein Partner den Namen erfunden hat. Eine Sekunde, ich sehe gerade, dass irgendein behindertes Fenster sich geöffnet hat, das ich nicht will. Okay, es war nur der Firefox-Absturzmelder. Ihr sagtet gerade, ihr seid ein Erkundungsteam. Ich glaube, bei dem Namen kann man das nicht so nennen, aber egal, ihr seid Spaten. Hallo? Danke. Ja, stimmt schon, ich bin per Kopfgeld gesuchtes Pokémon. Aber das verstehe ich gar nicht. Die anderen haben doch auch einen Kopf. Warum gibt's denn gerade für mein Geld? Und was ist mit euch? Könnt ihr mich schneller zur Rechenschaft ziehen? Just do it! What the fuck? Okay, ich habe schon viele gejagt, aber noch keiner hatte so einen Scheißnamen wie ihr. Das wird lustig. Ich werfe euch einfach Blauwahlcode ins Gesicht. Yes. Der erste Bosskampf. Okay, wie beginne ich den Kampf? Ich habe eine Idee, habe ich zufällig genau. Hui! Habe ich zufällig. Und ich weiß, dass ich das habe. Hui! Hast du zufällig ein Problem? Tackle! Boah, leck doch Paralyse! Ich sagte... Junge! Ah ja, stimmt, Vorwarnung. Das habe ich ja schon im Original nicht verstanden. Oh, Kacke. Und dass ich keinen Save gesetzt habe, war vermutlich ziemlich dumm. Ich glaube, das heißt halt echt, dass ich eine andere Attacke... Ja. Also... wir sind gekommen, um dich zu retten. Bist in Ordnung? Du bist nett verletzt, oder? Es ging gut. Gut, da sind wir erleichtert. Dein großer Bruder wartet auf dich. Gehen wir nach Hause. Sag mal vorher. Warum habt ihr diesen Scheißnamen? Ah! Weil Scheißname, versteht ihr? Also ich bin Magnezone, glaube ich, der Oberwachtmeister der Gegend. Also vielen Dank. Dank euch konnten wir einen gesuchten Verbrecher fassen. Wir sind euch für eure Mitarbeit zu großem Dank verpflichtet. Wir empfehlen euch trotzdem, den Namen eures Teams zu ändern. Wir lassen die Belohnung eurer Gilde zukommen. Sobald ihr einen anderen Namen habt, erhaltet ihr euren Anteil. Außer den Blauwahlcode. Den bekommt ihr jetzt schon. Und jetzt komm mit. Fresst mein Blauwahlcode! Azure! Ist alles okay? Bist du verletzt? Es geht ihm gut, der Kleine ist unversehrt. Echt? Bin so erleichtert! Ich freue mich ja für euch. Ich
hätte trotzdem gerne nicht schon wieder Blauwalkot als Belohnung gehabt. Schmünter, können wir jetzt bitte unseren Namen ändern? Bitte! Ihr habt das nur für uns getan, Fragezeichen Mann und Schmünter. Für so eine scheiß Belohnung hätte das jedenfalls kein anderer gemacht. Komm schon, jetzt bedank dich! Okay, danke! Echt, danke! Ah! Der Erkundungsteamverband hat eine Nachricht geschickt. Ja, größerer Schatzbeutel. Mehr als uns als bisher tragen. Ah ja, außerdem, ne? Die erste Bonus-Episode wurde freigeschaltet. Ich denke, die werde ich auch nochmal zocken. Ich bin mir noch nicht 100% sicher, ob alle, aber ich denke schon. Ich werde alles machen, was ich im normalen Let's Play gemacht habe, außer Legihand. Ja, in der Episodenliste im Hauptmenü auswählen. Und wenn du die spielen willst, dann speichere den Spielstand. Ich habe das Kopfgeld von Oberwachtmeister Mangelsohn für den gefangenen Ganoven erhalten. Gut gemacht, die zwei. Hier ist euer Antrag für den Job. Blauwalkot! Ihr dürft ihn behalten. Ja, okay, außerdem kriegt ihr auch nun mal 300. Ein bisschen Trinkgeld. Was? Das ist alles? Alter, hat eine Arbeit. Ihr könnt noch etwas mehr Blauwalkot haben. Ich glaube, wir haben noch welchen auf Vorrat. Aber sicher, es ist alles Teil des Trainings. Und morgen erwarten wir, dass ihr euch genauso anstrengt, damit wir euch wieder mit Scheiße belohnen können. Wortwörtlich. Ich wäre schon zufrieden, wenn unser Anteil an Geld ein bisschen größer wäre und an Blauwalkot ein bisschen geringer. Aber es geht schon. Wir haben es geschafft, Azura zu retten. Das verdanken wir nur dir, Schmünter, weil du diesen Traum hattest. Dann wussten wir im Voraus, dass Azura in Schwierigkeiten steckt. Das stimmt. War das etwa doch kein Drogenrausch? Ich kann es nicht erklären, aber... Zukunftsalkohol. What the fuck? Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Der erste Schrei von Azura, den ich gehört habe. Hilfe! Und dieser Traum, den ich hatte. Hallo. Beide Ereignisse fanden in der Zukunft statt. Wieso konnte ich so etwas sehen? Gibt es etwa doch Zukunftsalkohol? Was war das für ein Traum? Mein Magen hat geknurrt. Das hat sich auch voll realistisch Dieser Sound. Dann auch. Lass uns Döner essen. Also ich meine natürlich, wir waren so auf Rettung von Azura konzentriert, dass wir gar nicht gemerkt haben, dass wir Hunger haben. Wir was? Jetzt habe ich Hunger. Lass zu Maggis. Naja, ist nicht ganz weg ist, aber geht auch. Warum bin ich während dieser Folgen eigentlich immer so gut gelaunt? Aber das ist gut. Oh. Eins wichtige Szene. Sogar eins sehr wichtige Szene, wenn ich mich gerade nicht täusche. Zumindest gleich. Boah, die Blitze sind Wahnsinn! Für ein Elektro-Pokémon vor allem, ne? Die nach einem heftigen Gewitter aus heute Nacht. Das ist richtig heftig! Warte mal, weißt du, was in der Nacht war, bevor wir uns trafen, Günther? Da war ich in der Disco und hab viel gesoffen. Vielleicht ist das auch nur eine Einbildung meiner Fantasien. Außerdem hat's gewittert. Am Morgen nach dieser stürmischen Nacht lagst du bloß bis am Strand, Schmünter.
Vielleicht warst du auch Alkohol trinken. Und? Weißt du wieder, warum du da lagst? War es Alkohol? Erinnerst du dich an irgendwas? Wir fragen mich, es gab ein Gewitter, aber wieso lag ich danach bewusstlos am Strand? Ich würde mir ja gern einreden, dass es nichts mit Alkohol zu tun hat, aber ich kenne mich zu gut. Nee, ich erinnere mich an nichts. So einfach geht's wohl nicht. Aber das ist in Ordnung. Versuch einfach, dich Stück für Stück zu erinnern. Wie bei einem Kuchen. Und jetzt habe ich Hunger. Wir müssen morgen wieder früh aufstehen. Legen wir uns schlafen. Der Pokémon Center Sound. Und jetzt kommt die wichtige Szene. Die spielt sich gleich auf den... Doch nicht! Was ist los? Schmünzer, hör mal. Bist du noch wach, Schmünzer? Ist schon voll lustig, dass wir gerade so diese wichtige Szene hinausstrecken, oder? Ich meine natürlich, wir reden über den seltsamen Traum von dir, Schmünzer. Vielleicht hat er etwas mit dir persönlich zu tun, Schmünzer. Kannst du vielleicht noch öfter meinen Namen sagen? Ich hab da nur so ein Gefühl, Schmünzer. Jedenfalls kenne ich kein anderes Scheinux, das von der Zukunft träumt, Schmünzer. Von einem Menschen, der plötzlich zu einem Pokémon geworden ist, habe ich auch noch nie gehört, Schmünzer. Deswegen glaube ich, dass die beiden Ereignisse zusammenhängen, Schmünzer. Das sagt mir einfach mein Gefühl, Schmünzer. Der Schlüssel zu meiner Erinnerung ist auf jeden Fall nicht, dass du meinen Namen 38 Mal sagst. Oder er liegt in meinem Traum. Aber selbst wenn das stimmt, wie passt das alles zusammen? Ich kann keine Puzzles! Ich weiß zwar nicht, was du für ein Mensch warst, Schmünzer, aber ich glaube, du musst ein guter Mensch gewesen sein, Schmünzer. Ich meine, es war dank deinem Traum, Schmünzer, dass wir dieses bösartige Pokémon fangen konnten, Schmünzer. Jetzt halt doch die Schnauze! Bösartige Pokémon, da kenne ich nur dich. Und das erinnert mich daran, dass Plaga gesagt hat, dass die wachsende Anzahl bösartiger Pokémon daher kommt, dass die Zeit durcheinander geraten ist. Weißt du, die Zeit gerät durcheinander, Stück für Stück, und zwar auf der ganzen Welt. Niemand scheint den Grund zu kennen. Aber alle glauben, dass es Magie war. Oder das mit den Zahnrädern der Zeit zu tun hat. Zahnräder der Zeit? Meinst du jetzt so ein Uhrlaufwerk, oder? Nein, Schmünter, das meine ich nicht! Das heißt, dass an geheimen Orten auf der ganzen Welt Zahnräder der Zeit versteckt sind. Und das hat nichts mit einem Urlaufwerk zu tun. Sie sind zum Beispiel in einem Wald. Oder bei einem See in einer unterirdischen Höhle. Oder in einem Kebapper, habe ich auch schon mal gehört. Im Zentrum solcher Orte. Dort ist ein sogenanntes Zahnrad der Zeit versteckt. Und Zahnräder der Zeit erfüllen eine sehr wichtige Funktion. Jedes Zahnrad schützt die Zeit in der jeweiligen Region und sorgt dafür, dass sie richtig fließt. Kommt jetzt endlich die Szene, an die ich seit 3,5 Stunden denke? Danke, Jesus! Ne, 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 ne. Aber was, wenn eine Region ihr Zahnrad der Zeit verliert? Ich weiß keine sichere Antwort auf diese Frage. Aber ich glaube, der Dönerladen würde zu früh Schluss machen. Aber ich vermute mal, wenn Zahnrad der Zeit aus einer Region entfernt wird, die nicht das Kebab ist, dann wird wahrscheinlich der Fluss der Zeit in dieser Region wahrscheinlich aufhören, Schmünzer. Dann macht jeder darauf, die Zahnräder der Zeit nicht zu stören, Schmünzer. Wir versuchen sie nicht aufzuwecken. Und wenn wir bei einem sind, gehen wir ganz langsam und flüstern. Alle sind sich seit langem sicher, dass das zu einer Katastrophe führen würde. Also halten sich alle davon fern. Selbst skrupellose Verbrecher machen sich lieber nicht an ihn zu schaffen. Sehe ich da richtig? Kann das sein? Ja, es ist wahr. Endlich habe ich es gefunden. Ein Zahnrad der Zeit.
damit ich meine eigene Atomuhr bauen kann. Hell, 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 hell. Aber es ist nur das erste von vielen. Fast 6 Stück. Ja. Der nächste Morgen. Aufstehen, Pissnäcken! Na moin. Speichern und zurück zum Hauptmenü. Für heute war es das. Nur wird es noch eine Sache geben. Und zwar... anderes? Leute, es ist soweit. Blau-Weil-Kurs ist zu Ende. Fragezeichen-Man hat seine Petition durchbekommen. Und Blau-Weil-Code wird enden. Der Teamname ändert sich. Und Schmünter muss sich einen neuen ausdenken. Also bevor ich euch den Namen jetzt zeige, muss ich euch warnen. Wer ähnlich tickt wie Fragezeichen-Man das Chillast, schaltet jetzt lieber ab und wir sehen uns in der nächsten Folge von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel wieder. Und wer noch sehen will, wie das Team jetzt heißt und warum hier das verrückt ist, kacke, ich hoffe, das war nicht die ganze Zeit so, wenn doch, tut mir leid. Ich trau mich was, mich es euch zu zeigen. Ihr seht den weißen Strich. Ich lasse euch einen Moment, um das Ganze zu verarbeiten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wie Team Gelbwahlcode voranschreitet, dann schaltet wieder ein. Bis dann und ciao. Warum tue ich sowas?